sieht nach den Augen aus. Ja. Gut, ja, dann wünsche ich allen einen schönen guten Morgen und letzte Session heute können wir noch mal richtig auf die Pauke hauen. Ja, eben, das ist genau das, was wir wahrscheinlich nicht machen. Wenn wir Yoga machen, wir haben alle Zeit der Welt. Beim Yoga machen ist es so, du beginnst irgendwann und hörst nie mehr auf. Und dann hast du diesen Stress mit, das möchte ich noch erreichen und das möchte ich noch können, ist dann irgendwie weg. Irgendwann mal. Nicht gleich, aber irgendwann ist es so, okay, ja, dieses Carpe Diem ist dann irgendwann auch mal Geschichte. Ja. Yogis und Yoginis füllen viel Zeit des Tages mit Nichtstun aus. Ja, das ist ganz wichtig. Nichtstun, nichts lesen. Ja, Nichtstun heißt auch nichts lesen. Und einfach nur da sein und vielleicht moderne Menschen haben dann Langeweile. Heute gibt es das ja schon kaum mehr. Wenn du heute jemand fragst, wann war dir das letzte Mal langweilig? Ja, du bist immer ausgefüllt mit irgendetwas. Und die besten Erfindungen und Ideen sind entstanden aus dem Nichtstun. Und auch so ist es im Yoga, dass eigentlich du am besten vorwärts kommst, wenn du Zeit als deinen Freund betrachtest. Und versuchst, das Zeitmanagement so hinzukriegen, dass du eben viel Zeit hast. Ich habe eigentlich viel Zeit, habe auch viele Termine, aber dazwischen habe ich immer wieder genügend Zeit für mich. Ja. Und eben dieses Seminar wäre eigentlich ja auf Anfang September zuerst gelegt gewesen und dadurch das Corona hat sich das dann alles verschoben bei mir. Meine Morgen-Italien-Woche wurde jetzt auf September diesen Termin verlegt und deshalb findet es jetzt statt. Dadurch bin ich ein bisschen unter Zeitdruck gekommen, weil ich eigentlich vorhatte, noch ein, zwei Tage mehr vorher und nachher in Wien zu sein, um das Ganze ein bisschen gemütlich zu machen. Jetzt ist es so entstanden, dass ich am Freitag herfahren musste, war irgendwie nicht stressig, war ganz entspannt und heute aber wieder zurück und jetzt stehe nicht unbedingt unter Zeitdruck, aber ich möchte dann schon irgendwie zeitig auch nach fünf dann wegkommen, weil ich dann noch kurz nach St. Pölten muss und von dort dann wieder nochmal sechs Stunden fahre, bis ich zu Hause bin. Ja. Aber eben dieses Ding ist eigentlich im Kopf. Ja, ich bin dann vielleicht irgendwann 2, 3 Uhr zu Hause oder 4 Uhr, je nachdem. Und man denkt dann schon jetzt, also ich ertappe mich jetzt auch, vorher als ich mit Clemens gesprochen habe und so, dachte ich mir auch, ja, eigentlich ist das schon wieder blöd. Und ich ertappe mich, aha, ja, du bist dann um 4 Uhr zu Hause und wie ist es dann mit dem Schlaf und so, ist eigentlich eh wurscht. Ich stehe trotzdem um 7 auf und wenn ich hatte viele Jahre, wo ich nie länger wie maximal 5 Stunden geschlafen habe, in der Regel waren es zwischen 3 und 5 Stunden. Und dann hat sich irgendwo mal so einen Rhythmus eingependelt. Ich habe
fünf bis sieben Tage 3 bis 4 Stunden geschlafen und dann eine Nacht 7 Stunden und dann wieder 3 bis 5 Stunden. Das war, glaube ich, 3 Jahre lang so oder 4 Jahre lang. Ich habe es dann mal jemand erzählt, den ich kannte, und der meinte dann, ja, das ist Insomnia, Schlaflosigkeit, du musst dich behandeln lassen und so. Und dann dachte ich mir, ja, ich fühle mich nicht krank. Ja, ich fühle mich auch nicht müde. Ich mache auch alles, was ich immer mache. Und die Zeit, die du dann nicht schläfst, wenn du schlaflose Nächte hast, die kannst du dann nützen für Yoga. Habe ich auch gemacht, die meiste Zeit. Und dann habe ich mich darüber informiert, über Schlaflosigkeit und solche Sachen, krankhafte Schlaflosigkeit. Und dann habe ich festgestellt, ja, das habe ich alles nicht. Ich habe keine Symptome von diesen Menschen. Ja. Schlaf, das ist im Moment einfach mein Rhythmus. Keine Ahnung wieso. Und irgendwann habe ich mich dann von diesem Gedanken verabschiedet, eigentlich müsste ich jetzt ja müde sein, wenn ich nur 3 Stunden schlafe. Aber das ist alles nur im Kopf. Du bist nicht müde, wenn du nur 3 Stunden schläfst. Du musst nur Acht geben, dass du mental ausgeglichen bist. Wenn du entspannt bist, der Körper, laut der Yoga-Anatomie, der benötigt maximal 3 Stunden Schlaf, um sich zu erholen. Der Mentalkörper braucht eigentlich gar keinen Schlaf. Das könnte man in tiefer Meditation alles erledigen. Aber ich beherrsche keine tiefe Meditation und deshalb brauche ich noch ein bisschen mehr Schlaf wie 3 Stunden. Wir hatten damals in Shivananda Ashram in Kanada beim Yoga Intensive, war das dann die Ausbildung, hatten wir noch 3 Stunden Schlaf, einen Monat lang. Das war eine Übung. Und die restliche Zeit machst du Programm, Yoga, Mantra singen, Meditation, Asanas, selbstloses Arbeiten im Ashram und so weiter. Also der Schlaf ging von 12 Uhr nachts bis 3 Uhr morgens und dann war Morgenpuja, dieses Morgenritual, Feuerpuja. Und danach Reinigungsübungen, dann Atemtraining, Kundalini Yoga, Atemtraining, eine Stunde von 5 bis 6, dann Asanas bis 8, dann Meditation bis 8, von 8 bis 10 Asanas, dann 10 Frühstück. Um 11 bis 12 Karma-Yoga, von 12 bis 1 Sanskrit-Unterricht, von 1 bis 4 Philosophie und Anatomie, von 4 bis 6 wieder Asanas, dann um 6 Uhr Abendessen, dann wieder Arbeit im Ashram bis um 8, von 8 bis 10 Meditation, von 10 bis 11 Vortrag, von 11 bis 12 wieder Vortrag. Ja. Ich glaube, ich habe mein Programm als Teacher Training ändern. Ich nehme das vor, wenn ich bin super. Ja, solltest du überdenken. Dann beginnen wir. Ich weiß jetzt, warum. Jetzt haben wir die richtige Temperatur versucht. Stellen wir die Füße zusammen, geben die Hände auf den Brustkorb zusammen schließen die Augen, machen etwas Druck mit den Händen gegeneinander und gegen den Brustkorb. Dadurch zieht es das Bewusstsein nach innen. Das ist der Sinn einer Gebetshaltung, durch diesen Druck der Hände auf den Brustkorb wird der Vagusnerv, zählt die Gehirnnerv, angeregt, Manovara Nadi auf Sanskrit oder Kurma Nadi, wie er auch genannt wird, der Schildkrötenkanal. Oh.
Konzentrieren uns auf das Wurzelchakra. Die Silbe ist Lam Sharnam. Dreimal. Lam Sharnam. Lam Sharnam. Lam Sharnam. Dann kommen wir durch. Fassen mit der rechten Hand zum Geschlecht und hinten ans Gesäß für das Sexualchakra Wang Bo Yang. Dreimal. Wang Bo Yang. Silbe Rang Ganam, R-A-N-G, Ganam,
Die Fingerspitzen nach unten, beim zweiten Mal Ranganam nach vorne, beim dritten Mal nach oben. Ranganam. Vam Boyam.
Chakra zügiger Yang Yin Yang. Yang Yin Yang, Yang Yin Yang, Yang Yin Yang. Yang Yin Yang. Inhaling Hamsa. Hamsa. Yang Yin Yang, Yang Yin Yang.
Näher die Handrücken zum Körper. Atmen ein, halten den Atem an, legen den Kopf etwas nach hinten, beim Ausatmen den Kopf etwas senken. Nachgeben, wenn es intensiv wird. Wenn wir reinhalten, den Atem an, drücken nur die Arme und die Hände etwas gegen den Körper. Atmen wir ein, halten den Atem an, drehen die Arme nach hinten, bis die Handflächen nach oben zeigen, beim Ausatmen wieder zurück.
Atmen wir rein, halten den Atem an, machen Yoni Mudra, die Genitalien anspannen. Üben wir 10-mal Bastrika, ja, atmen wir rein, halten den Atem an, drücken den Bauch langsam kraftvoll hinaus, in Dara. Wenn der Bauch draußen ist, machen wir Mula Bandha, den Schließmuskel hochziehen. Die Arme nach oben, die Handflächen zeigen nach vorne. Ziehen uns hoch, beugen uns etwas nach hinten, Asta-Uttanasana und die Armstrecke. Normal atmen, entspannt atmen. Die Arme. Atmen wir raus, halten den Atem an, ziehen den Bauch rein und hoch mit die Arme. Siddhkari, den Saum zieht machen, saugen wir die Luft durch die Zähne ein, so, und machen Achara. Heben wir das rechte Bein nach hinten an, fassen zum Fuß, das Knie abgeben. Man kann die Innenseite der Knie etwas zusammendrücken. Atmen wir ein, halten den Atem an und machen Mula Bandha, den Schließmuskel entspannen. Ausatmen.
atmen wir in Ujjayi ein und machen Ajaga. Heben dann das linke Beinchen an, was wieder zum Fuß. Ruhig einen Blick machen. Samadhi stehen, eine ruhige, entspannte Blickfixierung. Atmen wir rein, halten den Atem an, machen Yoni Mudra die Genitalien anspannen. Saugen wir die Luft durch das Zungenröhrchen ein oder durch den Mund, Siddhali oder Kaki Mudra und machen Ajaga. Atmen wir rein, halten den Atem an und den Kopf nach links, rechts, links, rechts, links, rechts, solange wir den Atem anhalten. Shiva fünfmal Bastrika und anschließend Ajaga. Fäuste, Daumen nach innen, Sakutini Mudra. Spannen die Arme an. Saugen wir die Luft ein durch den Mund, halten den Atem an, ziehen die Schultern rauf und runter, solange wir den Atem anhalten.
dabei Acht geben, dass man die Handgelenke und die Ellbogen richtig starr lässt. Also nicht so, sondern die Ellbogen sind starr, die Handgelenke sind starr und die Schultern bewegen sich. Einmal die Luft durch den Mund einsaugen, Schultern auf und ab bewegen. Wir die Luft ein durch den Mund, halten den Atem an, blasen die Wangen auf, Kinn zum Brustbein und dann die Schultern wieder rauf und runter bewegen. Atmen wir ein, halten den Atem an, Kopf nach hinten, nach vorne, nach hinten, nach vorne, gut in die Halswirbelsäule hineinführen. Rollen wir die Knie, drücken die Innenseite der Knie zusammen, atmen ein, halten den Atem an und machen Yoni-Mudra, Genitalien fest anspannen. Eine Variante von Kala Bhairava, stellen den linken Fuß nach vorne, den schwarzen Shiva, geben den linken Arm gerade nach vorne, den rechten Arm wickeln wir ab mit der Handfläche zur Schulter oder halt Kopf. Stellung, die auch Mut erzeugt, Mut, den man braucht, um den Weg der Kriegerin, des Kriegers zu begehen. Atmen wir rein, halten den Atem an, ziehen den linken Arm nach vorne, den rechten in den Boden drücken wir nach hinten. Legen wir die Handflächen an den unteren Rücken. Atmen ein, halten den Atem an, spannen die Beine, das Becken an und ziehen die Ellbogen etwas zusammen.
stellt. Nur das rechte Knie etwas nach vorne. Fuß nach vorne, rechten Arm nach vorne spannen und den linken Arm abwinken. Handfläche zeigt wieder zum Körper, atmen wir ein, halten den Atem an, ziehen die rechte Hand nach vorne, den linken Ellbogen nach hinten. Beugen wir nur das linke Knie nach vorne, das rechte Bein gestreckt halten, sodass ein Knick entsteht im Hüftbereich. Und machen Ujjayi, den Kehllaut beim Einatmen, Mudrajagari oder Ujjayi, Mulabandha. Entweder beugen wir die Knie, legen die Hände auf die Knie oder wir ziehen die Fersen hoch, setzen uns auf die Fersen und legen dann die Hände auf die Knie. Suchen das Gleichgewicht, dann kann man das Kinn ans Brustbein ziehen etwas nach unten, öffnen wir den Mund, geben die Zunge weit heraus. Nennt sich Bhujangi Mudra, wenn man die Zunge herausgibt, das Siegel der weiblichen Kobra. Und den Blick kann man ins dritte Auge richten. Der Löwe. Du
durch den Mund atmen, wenn man die Zunge herausgibt. Dann kommen wir wieder hoch. Die zweite Stellung, die Mutterzeug, der Löwe. Gangi Mudra, dieses Herausstrecken der Zunge und den Blick ins dritte Auge. Zirbeldrüse wird aktiviert über die Augäpfel und durch das Herausgeben der Zunge wird Saraswati Nadi stimuliert. Das ist ein Nerv, der unter der Zungenwurzel nach vorne über das Kinn nach unten geht in das Brustbein. Wieder nach unten in den Unterleib, den man versucht mit dieser Zungenhaltung zu stimulieren. Der wird auch stimuliert, wenn ihr die Zunge in den oberen hinteren Raum drückt, Nabumudra, dann wird dadurch die Spannung aktiviert, dieser Saraswati Nadi. Das ist auch ein recht wichtiger Nadi. Nabumudra, die Zungenhaltung mit dem Druck nach oben könnt ihr immer ausmachen. Ausführen, kann man auch im normalen Alltag ausführen, bei Spaziergängen, wenn man alleine ist. Ist sehr wirkungsvoll. Ihr merkt, dass ihr ruhig werdet und konzentriert. Wenn wir die Arme an, mit den Handflächen nach hinten zeigen, atmen ein, halten den Atem an, schwingen die Arme hoch, beugen uns nach hinten, ausatmen, wieder zurück. Acht geben. Nicht umfallen, sehr intensiv. Zu intensiv wird, kann man es einfach auch nur normal atmend ausführen, dann wird der Vagusnerv nicht zu stark an. Spannen wir an und machen es noch einmal für die Shakti viermal. Wenn wir reinhalten, den Atem an, machen Mula Bandha. Für Kali sechsmal Bastrika, das ist die Zahl für Kali. Kali ist die Göttin der Zeit auch und mit ihr überwindet man auch die Dualität. Kali.
Kali, die schwarze Göttin, die um die Welt reist und den bösen Dämonen den Kopf abschlägt. Und diese Köpfe dann als Trophäe, als Maler um den Hals trägt. Wird oft grauenhaft dargestellt, manchmal mit abgeschlagenem eigenen Kopf. Und sie hält den eigenen Kopf in der Hand und trinkt das Blut, das aus ihrem Kopf, aus ihrem Körper heraus trinkt, spritzt. Das ist so schöne Mystik, ja, die dahinter steckt. Und eben auch, eben als sie ernährt sich von ihrer eigenen Energie dargestellt, ja, dass so ein Kreislauf zwischen Vergehen und wieder Sterben, dass sie ein Zeichen, dass sie eben die Dualität überwunden hat und sich selber regenerieren kann. Und auch steht dafür, dass sie ein Avatar ist, kommt und geht, wie sie Spaß macht. Spannend. Stellen wir den linken Fuß nach vorne, das rechte Bein nach hinten. Sarvodini Mudra, Fäuste und die rechte Faust auf den Nabel. Virasana, Kriegerhaltung, in dem linken Arm nach vorne. Die dritte Stellung, die dafür sorgt, dass der Aspirant suchenden Mut bekommen. Man kann sie in der leichten Ausführung machen und sich etwas nach hinten beugen, so, oder wer will, hebt das hintere Knie so ab und beugt sich dann etwas nach hinten. Oder einfach so bleiben. Geben auf die Spannung im Leistenbereich Knie. Stellen wir die Knie zusammen, denken die Unterarme ab mit dem Handrücken zum Boden und machen Barahi, diesen Grundton beim Einatmen. Barahi ist eine Göttin, ist alles, was mit auf I endet im Sanskrit, ist weiblich oder meistens weiblich. Varahi, eine Göttin, eine sehr alte Göttin mit einem Schweinekopf. Kennt niemand mehr. Das ist alles so, so verlorene Mystik, die immer mehr verschwindet. In Bhutan gibt es eine sehr große Statue mit Varahi, mit dieser schwarzen Göttin, mit dieser Schweinegöttin. Und was es genau auf sich hat, das weiß ich nicht. Es ist, glaube ich, eine Wildschweingöttin. Und beim Männlichen sind dann die Hauer auch ausschlaggebend, so in der Mystik, dass sie eben vieles zerstören können. Das Gute und das Negative, je nachdem, wo man sich im Leben ausrichtet. Halten wir so, machen nochmal für Kali 6-mal Bastrika und dann mit Barahi, mit diesem Grundton, ein, die Luft einsaugen und bauen langsam das Nervensystem auf, damit man dann später, wenn man im Yoga vorwärts geht, diese starken Schwingungen, die entstehen. Ja, klares, hohes Bewusstsein heißt auch, dass viel Energie da ist. Und das muss das System zuerst einmal aushalten. Ja, mit
normaler körperlicher Ertüchtigung schaffst du das nicht. Das baut zwar das Muskelgewebe auf, aber nicht das Nervenkostüm. Das Nervenkostüm muss durch die Atemübungen, durch Meditation, durch Asanas gestärkt werden. Geben wir den rechten Fuß nach vorne. Linke Hand auf den Nabel, geben den rechten Arm nach vorne. Und der Regel hebt das linke Bein hoch. Schränken wir die Finger hinten am Rücken, drücken die Handrücken gegen den Rücken. Beugen wir uns leicht nach vorne, nur ein bisschen, heben den Kopf an. Atmen wir rein, halten den Atem an, machen Mula-Bandha und ziehen die Ellbogen. Kommen, den Kopf nach vorne anheben. Atmen wir aus, halten den Atem an und entweder nur Mula Bandha machen oder den Bauch einziehen und die Ana Bandha und dann Mula Bandha. Wechseln wir hinten die Stellung der Finger. Ziehen die Ellbogen etwas nach vorne. Atmen ein, halten den Atem an, drehen den Oberkörper nach links, verteilen die Energie nach links beim Ausatmen. Dasselbe zur anderen Seite. Beugen wir das linke Knie etwas und geben das rechte Bein über das linke, entweder Oberschenkel und Oberschenkel oder verhaken die Zehen in die Wade. Kann sein, dass beides schwierig ist, dann kann man die Zehen am rechten Fuß einfach auf die Außenseite stellen, ja, und so Druck auf die Beine bringen, ansonsten Oberschenkel und Oberschenkel oder Zehen in die Wade. Den rechten Arm über den linken Garotasen, Himmelsvogel, und zum Schluss kann man die Unterarme nach unten drücken. Dadurch entsteht die yogische Wirkung. Wenn man die Hände nur oben hält, dann ist das eine
Körperstellung, wenn man die Unterarme nach unten drückt, ist das eine Yoga-Stellung. Und wer will, wenn es vom Druck her geht im Bauch, kann man etwas nach unten kommen. Vorsichtig sein, auch auf die Knie Acht geben, die Menisken werden da ziemlich gefordert bei solchen Übungen. Die Knie Zeit lassen, dass sie sich einrichten können. Wir wiederholen. Eine sehr starke Übung. Mit der Zeit wird man so sensibel sein, dass wenn man in die Übung geht und sie ein, zwei Minuten hält und man kommt raus, dass dann kannst dich ausknipsen. Ja. Das muss man danach geben, dass man nicht nachher nicht umfällt und sich irgendwo anschlägt. Immer darauf achten, wenn ihr so Yoga praktiziert, wo es intensiv wird, dass ihr in einem geschützten Rahmen seid. In der Natur zum Beispiel, am Strand ist super, Sandstrand ist das Beste. Deshalb bin ich jedes Jahr in Andalusien, da kann ich mich richtig wegknallen. Dort passiert es mir auch immer noch, dass mich mal irgendwann, dass ich im Sand lande. Ja, dann, das ist gut, weil dann kann man mal über die Grenze hinausgehen. Ja. Sonst muss man immer so kontrolliert sein. Yoga hat schon damit zu tun, dass wir Kontrolle haben, aber eben auch damit zu tun, dass wir die Kontrolle irgendwann auch komplett lösen und schauen, was passiert. Ja, so hinter die Kulissen schauen. Wir wollen ja in Yoga hinter das Gewebe des Normalen schauen. In das Spirituelle hineingehen und wenn man das möchte, muss man mal loslassen. Und das kannst du nur, wenn der Verstand komplett zur Ruhe kommt. Ja, nicht mit Drogen, eben das ist zerstörerisch. Ja, mit Techniken, die ihr gewöhnt seid, wo ihr das Nervensystem dementsprechend dorthin vorbereitet habt, dass nichts passieren kann, dass nichts mit den Augen passieren kann, mit den Ohren. Im Gegenteil, es ist alles besser. Heute habe ich eine interessante alte Frau in der U-Bahn gesehen. Sehr alt. Sicher schon Mitte 80. Und ohne Maske. Und sie hat Zeitung gelesen. Ja, und ohne Brille. Sieht man selten. So alte Menschen, wo Zeitung lesen ohne Brille. Ja, das ist nicht sehr oft. Das ist das, was ich auch bei Reinhard bewundere, er ist 67. Er kann auch bei schlechtem Licht, kann er noch ganz normal lesen, sieht noch sehr gut. Und das ist so ein Indiz dafür, wie die Leute eben unterwegs sind, wie es ihnen geht. Das hat schon Kurzsichtigkeit hat auch damit zu tun, dass man nicht mehr das sehen möchte, was nah ist. Und sie schauen lieber zurück. Und das ist eigentlich so eine Einstellung vom Auge. Das ist nicht unbedingt mit dem Alter zu tun, sondern es hat mit dem Bewusstsein im Alter zu tun. Ja. Und wenn du das noch alles sehen kannst, was bei dir passiert, dann kannst du auch lesen ohne Brille im Alter, wenn du noch keine Brille hast. Ansonsten, man kann diese Übung machen, wo man den Kopf nach hinten legt und den Blick ins dritte Auge legt. Können wir mal machen, diese Prataka-Übung, wo die Sehkraft verbessert wird. Das heißt, wenn ihr intensiv übt, kann es dazu kommen, dass Leute, die eine Brille tragen, mit der Zeit dann keine mehr brauchen oder eine schwächere. Lässt sich trainieren bis zu einem gewissen Grad, ohne zu zwinkern. Es gibt die Traterkübung, gibt es auch auf den Blick auf eine Kerzenflamme. Es gibt viele verschiedene Traterkübungen. Yeah.
Kataka übt, um die Sehkraft zu verbessern. Morgens ist ein idealer Zeitpunkt nach dem Aufstehen, nach der Morgentoilette. Lernen, so 15 Minuten Kataka zu machen, das ist sehr lang. Ja, man beginnt so mit 1-2 Minuten und steigert das dann so 5 Minuten, rechnet sich Zeit aus. Die 40 Tage ist eine Symbolzahl. Ja, das steht oft in Büchern, mach 40 Tage diese Übung. Nach 30 Tagen Übungszeit ist es im Unterbewusstsein abgespeichert. Das ist der Trick dabei. Nach 40 Tagen ist es ziemlich sicher im Unterbewusstsein verinnerlicht. Deshalb finde ich zum Beispiel Yogalehrerausbildungen, die im Stück sind, wesentlich besser wie Ausbildungen, die nur wochenlang Ausbildungen sind. Das verinnerlicht sich. Und du hast es hinter dir. Ja, das ist so. Es ist besser, einfach dabei bleiben, du kannst dich auf eine Sache einlassen. Der Erfolg ist größer, finde ich. Können wir das linke Bein, entweder Zehen auf die rechte Seite stellen oder das Bein etwas abwinkeln, Oberschenkel oder Wade entlang und dann den linken Arm anschließend irgendwie verhaken, nach unten drücken, damit der Vagusnerv, Kurmanadi, stimuliert wird. Und wer möchte, konnte das machen. Am Anfang der Yoga-Praxis, und der Anfang kann 30 Jahre gehen. Das ist nichts Ungewöhnliches im Yoga. Dann versucht man Ordnung in ein System zu bringen, das körperliche, physische, mentale System. Das heißt, wenn der rechte Oberschenkel oben ist, ja, dann mit dem rechten Arm über den linken gehen. Und umgekehrt. Wenn man über diese Stufe oder am Ende von der Anfangsstufe, wenn man die Ordnung, wenn du spürst, dass du Ordnung erzeugt hast in deinem Dasein, dann kannst du Unordnung hineinbringen, rechter Oberschenkel und linker Arm beginnen. Ja. Dann bringt das Unordnung in das System. Und das ist wünschenswert, wenn du die Ordnung hergestellt hast, dass du dann wieder in das Chaos wieder hinein, in das Chaos wieder zurückgehst. Ja. Es ist natürlich nicht so, dass dann alles extrem unordentlich wird. Aber es ist so, du bist dann immer als Übende immer gefordert. Ja. Es ist dann auch eine Zeit lang am Anfang aktivieren wir immer die rechte Körperseite, weil das Pingala ist, wir erzeugen zuerst die Hitze. In der Heilung ist das dasselbe. Beim Ayurveda ist es so, dass viel Hitze aufgebaut wird mit den Medikamenten, mit den Drogen, die sie einem geben. Die sind sehr potent, da ist viel Sonnenlicht drin. Und sie erzeugen Hitze zuerst und dann das kühlende System. Zuerst wird über die Hitze die Krankheit verbrannt und dann, damit es nicht zu viel Hitze erzeugt, damit es nicht entzündet, weil zu viel Hitze würde Entzündungen bringen, kommt das Kühlende hinzu. Das ist auch im Yoga so. Deshalb aktivieren wir beide Seiten. Wenn du eine anhaltende Praxis hast und ein paar Wochen Zeit hast, um super zu üben, dann kannst du mit der Zeit nach der Hälfte der Zeit wechseln. Das heißt, wenn du morgens und abends übst, kannst du morgens die normale Sonnenseite zuerst aktivieren, nachmittags kannst du alle Übungen zuerst nach rechts beginnen und dann die linke Seite so aktivieren. Ja, das ist, dann bist du auch immer mental, musst du immer umdenken, aha, so, so, so.
Ja, also nicht so festgefahren werden bei der Praxis in einer Übung, sondern bleibt beweglich. Eine Serie ergibt sich dann eh automatisch, wenn du immer übst, dann hast du mit der Zeit deine Serie. Ich übe auch, wenn ich zu Hause alleine übe. Ich habe immer meine Favoriten, die im Moment vorherrschen. Dann mache ich immer eine Serie, die sich einfach so ergeben hat, die letzten Monate. Ja. Und ansonsten, um die Disziplin aufzubauen, ist es auch sinnvoll, natürlich noch andere Serien aufzubauen, auch zu praktizieren. Aber man muss es nicht. Es ist nicht zwingend im Yoga. Es kann nützlich sein. Später dann kann es aber auch bremsen, wenn man die gleiche Serie macht. Es wird doch kontraproduktiv. Jede Übung wird kontraproduktiv. Ja, wenn du lange Vorwärtsbeuge im Sitzen machst, eben, es ist ja so bei dieser Übung, dass man sie so lange machen sollte, wie es geht. Also ohne Zeitlimit nach oben. Und die wird aber auch kontraproduktiv. Wenn du merkst, dass du machst sie gerne dann auf einmal oder eine andere Stellung, die du gerne machst, und wenn du dann merkst, dass du irgendwelche Probleme bekommst im Rücken oder irgendwo sonst, dann ist das das Zeichen, dass eine Übung oder eine Übungsserie kontraproduktiv ist. Und dann musst du wechseln. Dann musst du andere Übungen machen ein paar Tage und dann kannst du wieder zurückkommen zu dieser Übung. Das ist auch etwas, was viele nicht wissen beim Yoga, dass das eben passiert. Wenn du Serien übst, kann das sein, dass die ganze Serie sich kontraproduktiv auf dich auswirkt. Ja? Wenn es im Alltag kritisch wird und so, wenn du Dinge machst, die du sonst nicht machst, wo dann alles anfängt schlecht zu werden, wechsle die Serie. Und dann wirst du sehen, dass es wieder besser ist. Das sind so Feinheiten. Sukshma Vyayama machen wir Fäuste, Daumen nach innen schauen, dass wir genügend Platz haben, vorne und hinten zum Nachbar, dass der nirgends anschlägt, wenn man die Arme schwingt. Es kann sehr schmerzhaft sein, wenn wir mit voller Wucht in die Hand in die Wand hinein oder dem anderen ins Gesicht schlägt. Hinten geht. Zeig es mal, wir atmen ein, halten den Atem an, schwingen den rechten Arm ungefähr 10 Mal von hinten nach vorne, der Arm ist steif. Und dann beim Ausatmen stoßen wir den Ellbogen nach vorne, die Faust nach vorne. Ja. Spannen und den linken Arm.
Stein durch die Zähne, Sikkari und Dhirendra. Anspannen, atmen wir rein, halten den Atem an, den linken Arm nach hinten, zum Ausatmen nach vorne. Und Kaki Mudra, den Verschluss, die Luft durch den Mund einsaugen und der Chakra. Hat er recht. Beide Arme hin. Chai in the chagari. Geben wir den rechten Arm leicht nach vorne. Saugen die Luft ein durch den Mund und üben den Chakra.
Wir für die Chakren 7-mal Bastrika. Atmen anschließend ein, halten den Atem an, machen mit aller Kraft Yoni. Thank you.
Nähe wie der Fäuste, die Verdienung hat. Nehmen die Unterarme an und atmen ein, halten den Atem an, stoßen die Fäuste nach vorne, dann zurück. Aber die Ellbogen nicht nach hinten drücken, sondern nur so dort, wo sie waren. Machen das 10 Mal. In den Armen, vor allem auch in den Ellbogen, ist sehr viel gestaute Energie. Von der Nacht zum Beispiel, wenn wir liegen auf der Seite, staut sich, blockiert sich die Energie. Wenn wir Übungen machen, kommt die raus. Da kommen immer Emotionen mit raus. Ja, das ist gut, wenn man es mal erfährt, was da eigentlich im Körper sich abgelegt hat. Der Hatha-Yoga ist der nasse Weg. Es ist der Weg der Tränen und des Schweißes. Das muss man sich bewusst sein, wenn man eine Kriegerin, ein Krieger wird, dann ist das eben der Weg, der nasse Weg, wird das im Yoga bezeichnet. Eben Tränen und Schweiß gehören dazu. Ja, das ist normal. Und man muss es lassen. In der Regel, du bist auch einsam auf diesem Weg, weil du mit deinen Erfahrungen alleine fertig werden musst, die meiste Zeit. Du kannst dir zwar manchmal mitteilen, ja, aber im Endeffekt musst du es alleine machen. Machen wir eine Stellung, die den Hasen, wenn der Bauch, man kann die Beine auseinander tun, dann hat er Platz. Schasasen, der Hase. Wenn es geht, kann man den Kopf anheben, wenn es geht, und sonst, wenn es zu anstrengend wird, den Kopf senken. Die Übung stärkt die Beine, Knie, der Rücken wird gesund, der Nacken wird stark. Man kann wieder einen Blickpunkt anvisieren, eine Samadhi, die Blickfixierung mit normalem Zwinkern. Trataka kann man auch so machen, diese Blickfixierung auf einen Punkt ohne zu zwinkern, wenn man die Sehkraft verbessern möchte. Aber auch hier nicht übertreiben. Man kann so lange starr auf einen Punkt schauen, bis die Augen anfangen zu tränen. Dann, das ist nicht schlecht, wenn die Augen anfangen zu tränen. Reinigt sie auch, die Bindehaut, dann aber die Augen wieder schließen, wieder entspannen und dann wieder von neuem anfangen, 2, vielleicht 3 Mal und dann das Ganze wieder in Ruhe lassen. Wir befinden uns alle auf diesem kriegerischen Weg, auf diesem nassen Weg, wo es darum geht, sich zu entwickeln. Dinge hochkommen, lasst sie raus, nicht hineinstopfen. Lasst es los. Es ist ein tägliches Sterben, wenn du Yoga übst. Du stirbst jeden Tag mindestens einmal. Der Vorteil davon ist, dass wenn du dann wirklich stirbst, merkst du es nicht, dass du stirbst. Es tut nicht mehr weh. Oder beziehungsweise du merkst es insofern, dass du genau weißt, was passiert. Im Jetzt-Leben, nicht Dinge aufschieben, bis man in eine Pension kommt, die es dann nicht mehr gibt. Wenn du jetzt etwas im Kopf hast, was du machen möchtest, zieh es durch, wenn es geht. Sei mutig, lebe es.
später machst du es nicht mehr. Öffnen wir den Mund, geben die Zunge heraus, machen Bhujangini Mudra, das Siegel der Kobra, der weiblichen. Atmen durch den Mund, entspannt und richten den Blick ins dritte Auge. Entspannen, kommen wir hoch, legen die Hände auf die Knie, saugen die Luft ein durch den Mund, legen den Kopf etwas nach hinten und den Bauch hinaus. Variante von Gomukhasan im Kuhgesicht. Man kann den rechten Arm zuerst nach hinten hochbringen und versuchen die Hand so nach oben zu bringen, Richtung Nacken, also so wie es geht. Dann den linken Arm von oben, entweder die Hand irgendwo ablegen, Hinterkopf oder Nacken, oder wenn es geht, kann man auch die vier Finger zusammengeben. Vorsichtig üben. Legen wir die Hände auf die Knie. Atmen ein, halten den Atem an, drehen den Kopf nach links, ausatmen und zur Mitte.
legen wir den linken Arm hinten hoch und anschließend rechten. Wahrscheinlich bei den meisten die bessere Seite. Bei 80% der Menschen ist das leichter auf dieser Seite. Bei dir nicht. Ja, müsste auch schwerer. Ja. Dann seid ihr wohl ein bisschen anders. Sitzen und machen eine Streckverlegung. Fassen wir zu den großen Zehen, ziehen Sie etwas hoch. Saugen wir die Luft ein durch den Mund, halten den Atem an, legen den Kopf etwas nach hinten und den Bauch hinaus. Die linke Ferse ins Perineum und dann die rechte. Verschränken wir die Arme und kommen langsam vorne etwas herunter. Man muss Acht geben, dass der Bauch muss sich gut anfühlen. Und man kann auch die Stirn Richtung Boden ziehen, wenn man möchte. Die Gelenke Acht geben, Knie, Hüften, Fußgelenke.
Atmen wir rein, machen mit Kumbhaka Mula Bandha und kommen dann wieder hoch. Dann einatmen, atmen, anhalten und die Chakra mit beiden Halsverschlüssen. Stellung nutzen. Die Arme anders verschränken, die Vorstellung und wieder nach unten kommen. Atmen wir rein, machen Yoni Mudra mit Kumbhaka, die Genitalien anspannen. Beim Ausatmen kommen wir hoch. Auf die Knie, fünfmal Bastrika und der Chakra.
Kraft in euch nimmt zu, wenn ihr übt, und die Aura wird sich verändern. Und es kann sein, dass dann auf einmal, wenn ihr irgendwo seid, in einer Stadt wie hier, dass euch auf einmal Leute begrüßen, die euch früher nie begrüßt hätten. Einfach so, ohne dass sie euch kennen. Dann sagen sie auf einmal, hallo. Und haben Freude, dich als Gegenüber zu sehen. Und das ist dann egal, ob du, wie du aussiehst, sondern es ist dein Energiefeld, das du spürst. Gut. Nächste Übung. Jetzt kann man das so ein bisschen hochkommen und versuchen, das rechte Bein auf das linke zu geben, und man kann entweder auf die linke Ferse sich setzen, das geht, oder man kann zwischen die Fersen sich setzen. Machen wir es mal so, dass wir auf die linke Ferse uns setzen. Mit der rechten Gesäßhälfte, und die linke Gesäßhälfte kippt so ein bisschen nach links. Das ist die klassische Gomukhasana. Das kann jeder machen. Das ist ein toller Kurs. Bei mir zu Hause können das von 15 Leuten vielleicht einer. Kann man gar nicht machen mit den beiden. Das sitzt so, wie wir sitzen, ist genau. Genau. Ja, das ist unsere Arbeit. Ja, das ist aber gut. Ich hab viele solche Leute. Die Masse ist sehr schlecht unterwegs. Ja, mittlerweile haben sie. Die Hüften auch sind ja. Hüfte, Gelenke. Muss man nachgeben. Wenn ihr sauer lebt, dann geht das auf die Gelenke. Die Gelenksknorpel werden dezimiert durch. Wenn man zu sauer ist im Körper, wenn man immer schlechte Nahrung zu sich nimmt, Säure, Basenhaushalt zu sauer ist, frisst das die Menisken, die Knorpel. Die Knorpel werden dezimiert von Säurekrankheiten. Die Abnutzung vom Arbeiten ist eine Sache, aber die Übersäuerung vom Körper ist viel schlimmer für die Knorpel. Im basischen Bereich bauen sie sich wieder auf, die können nachwachsen. Jetzt kann man wieder den rechten Arm zuerst hinten hochgeben, weil das rechte Bein oben ist. Und dann den linken Arm von oben. Im Buch nachschauen, hab keins da. Durch das Sitzen mit einer Gesäßhälfte oder einem Sitzbein auf der Ferse stimuliert man wieder das Wurzelchakra. Dann wieder lösen. Die Beine wechseln. Genau, so geht's. Gut fixieren und dann umgekehrt. Das ist Gomukhasana, das Kuhgesicht. Eine gute Übung. Wenn man sich yogisch ernährt, hat man ein gutes Säure-Basen-Gleichgewicht,
und so das Gelenke nicht kaputt geben, weil die Knorpel erhalten bleiben. Legen wir uns auf die Unterarme, Vajroli-Technik zur Kräftigung und Kontrolle der Sexualenergie. Zuerst heben wir mal das rechte Bein, spreizen die Finger von beiden Füßen, die Zehen von beiden Füßen. Raum entsteht, das muss richtig wehtun im Fuß. Ja. Da kannst du Schmerz machen, so viel du willst. Kann nichts kaputt gehen. Bis es krampfartige Schmerzen gibt, dann wieder senken, die Seite wechseln. Die Zwischenräume der Zehen sind für das Lymphsystem wichtig, dass die gesund sind. Wenn die Zehen sich nicht spreizen, dann viel solche Übungen machen, auf einmal gehen, kriegst du Platz, Raum zwischen den Zehen. Das geht relativ schnell, nach ein paar Wochen schon hast du etwas Platz. Der Vorteil ist auch, Fußpilz hat dann auch nicht so große Chance zu entstehen, weil da immer Luft dazwischen ist. Ja. Wobei aber das nicht unbedingt mit den Füßen zu tun hat, der Fußpilz, sondern mit deinem Darmmilieu. Wenn dein Darmmilieu gut ist, gesund ist, dann bekommst du auch keinen Fußpilz. Das ist recht spannend, die ganze Sache. Dann heben wir die Beine an und geben das rechte Bein über das linke und versuchen es zu verhaken. Und jetzt musst du nachgeben bei der Schwangerschaft, wenn der Druck, also du kannst das schon machen, aber wenn es zu anstrengend wird für den Bauch, dann einfach ablegen. Oder du kannst auch so die verschränkten Beine ablegen. Die anderen können die Beine nach vorne drücken, einatmen und Mula Bandha machen. Da wird auch der Unterleib sehr gesund. Dann können wir mal den Fuß abstellen. Atmen wir rein, halten den Atem an, machen Druck und die Beine und wieder Mula Bandha. Kann man nochmal die Beine anheben und jetzt versuchen, das Knie Richtung Stirn zu ziehen oder Richtung Nase, damit der Druck im Inneren des Körpers größer wird. Und wieder lösen. Auch der Bauch wird natürlich stark, dann die Beine wechseln. Irgendwie verhaken, wenn man sie abwinkelt, geht es leichter zum Verhaken. Dann nach vorne drücken. Atmen wir rein, halten den Atem an, machen Mula Bandha und drücken die Beine wieder nach vorne. Dann stellen wir ab, Vajroli, atmen ein, halten den Atem an, spannen die Beine an und das Becken.
dann kann man, wer möchte, wieder das Knie heranziehen.
Brahma Panam, Brahma Havir, Brahma Knau, Brahma Nahutam, Brahma Evete Nagantadyam, Brahma Kama Samadhinam. Om Shanti, Shanti, Shanti.